Es ist eben komplett elitebestimmt. Es sind selber alle Mitglieder oder Erfüllungsgehilfen, diejenigen, die wirklich die Macht haben. Ich glaube, die größte Gefahr, in der wir zurzeit leben, besteht in der Verschmelzung der biologischen und der digitalen Sphäre, also im Transhumanismus. Liebe Zuschauer, liebe Community, ich bin voller Freude, was wir heute geschaffen haben, gab es so auf YouTube und in den Mainstream-Medien erst recht noch nie. Ich habe hier zwei wahre Experten ihrer Gebiete neben mir sitzen. Zu meiner Linken Florian Homm, Ex-Hedgefondsmanager, Börsianer, eine wahre Börsenlegende. Du hattest eine sehr krasse Zeit, als du vom FBI gejagt wurdest und bist heute wieder auf einem sehr erfolgreichen Weg. Hast du deinem Glauben gefunden? Freue mich, dass du da bist. Freut mich. Habe ich immer Freude bei so Sachen, aber heute ist es gute Sache. Wir sind heute hier in Villingen-Schwenningen und der Ernst hat auch den weiten Weg in Kauf genommen aus Berlin. Ernst als ehemaliger Drehbuchautor, heute Bestsellerautor und wie ich gerade erfahren habe, auch Kinderbuchautor mit deinem neuesten Buch. Ernst, schön, dass du dazugekommen bist. Ich freue mich, ich glaube, heute wird ganz spannende Energie hier entstehen. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auf solche aufregenden Lebensläufe wie den von Florian vor allem. Ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ihr seht auch hier, das Ding ist schon lieber ein. Nicht. Ja, stimmt. Ihr seht auch hier, wir haben einige Bücher vor uns liegen. Die Bücher findet ihr alle unter dem Video in der Infobox, falls ihr euch ein bisschen über die Person informieren möchtet. Wir haben zu Beginn eine Bombe mitgebracht, die es in sich hat. Und zwar soll es im heutigen Video darum gehen, dass wir uns fürs Jahr 2030, das ja im Stern des Great Resets steht, optimal vorbereiten. Und dieses Video ist aus dem Grund entstanden, dass die Community sich bestmöglich schützt. Deswegen haben Florian und Ernst und ich gemeinsam ein White Paper, eine Checkliste erstellt, die ihr kostenlos runterladen könnt. Das ist der erste Link, den ihr unter diesem Video findet. Zu diesem White Paper, das es nur für kurze Zeit geben wird, werden wir 10 handsignierte Bücher verlosen an all diejenigen, die entsprechend dieses White Paper runterladen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bestmöglich vorbereitet. Und jetzt steigen wir schon direkt ein mit der Materie. Wir reden heute über die Zukunft unseres Geldes, unseres Finanzsystems, unserer Gesellschaft und vor allem das wichtigste Thema, wie ich finde, neben der Gesundheit, die Freiheit. Ich habe 2 Minuten für euch beide zum Einstieg und zwar würde ich euch beiden gerne die Gelegenheit geben, die größten Gefahren in euren Augen unserer aktuellen Zeit, vielleicht beginnen wir mit dir, und zwar zum Thema Gesellschaft. Wo siehst du die Hauptprobleme? Kleine Einleitung für die Zuschauer, damit sie auch so ein bisschen den Zusammenhang zum Great Reset verstehen. Na, ich glaube, die größte Gefahr, in der wir zurzeit leben, besteht in der Verschmelzung der biologischen und der digitalen Sphäre, also im Transhumanismus. Also das ist das große Ziel der großen IT-Konzerne, uns alle mit der digitalen Sphäre zu verbinden. Und zwar hat das mal angefangen mit den sogenannten Wearables, das heißt so zum Beispiel Uhren oder Dinge, die man am Körper trägt, das Handy, das man hat. Und jetzt die nächste Generation soll so sein, dass uns bestimmte Dinge implantiert werden und wir auf diese Art und Weise der digitalen Sphäre unterworfen werden. Das heißt, das wäre das Ende der Selbstbestimmtheit des Menschen und darin sehe ich die absolut größte Gefahr unserer Zeit. Besser hätte man sich zusammenfassen können, auch wenn es traurig ist. Florian, wie siehst du die Finanzmärkte? Geht jetzt alles den Bach runter? Die Welt schwebt in Unsicherheit. Ein Krieg in der Ukraine steht uns wahrscheinlich unmittelbar bevor. Wie siehst du das als Börsenexperte und ehemaliger Hedgefondsmanager? Eigentlich hauen sich alle um mit düsteren Prognosen. Immer schwarz-weiß, Crash oder Bullenmarkt, das ist eigentlich nicht so wichtig. Als Investor muss man auch nicht Prognosen machen, man muss die Marktlage erkennen und die Wahrscheinlichkeiten. Und was Ernst angesprochen hat, ist natürlich auch gewissermaßen ein schwarzer Schwan, eine ideologisierte Gesellschaft, ob das eine grüne ist, ob das eine Mind-Control-Gesellschaft ist, ob es darum geht, die Mitglieder der Gesellschaft zu seelischen, leibeigenen, physischen und materiellen Leibeigenen zu gestalten. Das ist generell schlecht für eine wirtschaftliche Entwicklung, abgesehen für die Selbstbestimmung natürlich. Und wir haben 3, 4 Szenarien. Wir hatten 40 Jahre auf den Punkt genau einen wunderbaren Markt. Und wir laufen jetzt in Themen wie Inflation, Hyperinflation, Stagnation. Und das hat keiner auf dem Schirm gerade. Dass wenn Zinsen nur auf 2, 3% erhöht werden, dann haben wir mit Sicherheit
noch dieses Jahr, Ende dieses Jahres, eine Rezession. Und wir haben ja auch die höchsten negativen realen Zinsen seit Menschengedenken und tatsächlich die höchsten Bewertungen. Das sind Sigma-Faktoren. Also in der Mathematik, Sigma-Faktor 1, die gibt es alle 40 Jahre. Das ist so eine 50% Korrektur. Da gibt es die Sigma 2. Sigma 3 ist diese 100-Jahres-Events. Das ist der Crash von 29 gewesen oder der Nasdaq-Crash von 2000, minus 82%. Das sind Themen, mit denen man umgehen muss. Und wie man das, da werde ich gerne darauf eingehen im Laufe des Gesprächs, wie man sein Portfolio einstellt, je nach Wetterlage, das ist ganz, ganz, ganz entscheidend, weil wenn wir Sigma 3 bekommen, das ist ungefähr so wie ein Tambuco-Vulkanausbruch, auch die passieren so alle 150 Jahre, also unvorstellbar, oder die Kältewelle um 1848, 50 und diese Phänomene, die gibt es, kommen relativ selten vor, es ist aber an der Zeit, ja? Die Konstellation dafür ist sehr hoch und ich finde, dass wenn man nicht achtsam ist, läuft man ein Risiko. Okay. Haus und Hof in den nächsten 1, 2, 3 Jahren zu verlieren. Oder enteignet. Ich spüre also, es ist kein Spaß, die Themen sind sehr ernst. Ich möchte aber auch vorweg sagen, mit diesem Ratgeber, diesem White Paper, haben wir bestmöglich versucht, den Menschen was an die Hand zu geben, womit sie mit einem sachlichen, kühlen Kopf sich das Ganze nochmal anschauen können. Und es gibt Möglichkeiten, sich vorzubereiten. Du hast auch gerade das Thema Finanzen angesprochen. Ich möchte gerne heute mit dem Thema Geld einsteigen. Ich glaube, hier gibt es wenige Experten am deutschen Markt, die in dieser Runde das Geldsystem verändert sich. Ernst, du hast oft in deinen Videos darüber gesprochen, wir haben auch schon oft darüber gesprochen. Warum spielt das Jahr 2030 hinsichtlich dieser Veränderung so eine wichtige Rolle? Und was verändert sich eigentlich? Weil ich glaube, viele Menschen, damit lege ich nicht daneben, haben das Geldsystem gar nicht wirklich verstanden. Das Wichtigste ist, dass man das Geldsystem einigermaßen historisch einordnet. Also wir haben ja ein Geldsystem, was nicht besonders alt ist. Das ist gerade mal 77 Jahre alt. Also das ist in Bretton Woods 1944 mal ins Leben gerufen worden, ist um eine Währung, nämlich den US-Dollar herum aufgebaut worden, hat dann für mehrere Jahrzehnte gehalten und ist dann irgendwann abgeschafft worden. 71, 73 ist der Dollar, 71 ist er vom Gold gelöst worden, 73 sind die festen Wechselkurse aufgegeben worden. Danach haben wir die Phase der Finanzialisierung, der Deregulierung erlebt. In dieser Phase sind zuerst die Investmentbanken hochgespült worden, dann anschließend die Hedgefonds und anschließend die großen Vermögensverwalter. Also heute sind die großen Vermögensverwalter diejenigen, die den Ton angeben in der Welt. Und ganz wichtig ist zu sehen, dass dieses System 1998 das erste Mal ganz schwer auf der Kippe gestanden hat, nach dem Zusammenbruch eines Hedgefonds in den USA. Das war Long-Term Capital Management. Dann in der großen Weltfinanzkrise 2007, 2008 war das System eigentlich tot, ist dann aber künstlich am Leben erhalten worden, und zwar durch die Zentralbanken. Die Zentralbanken haben immer mehr Geld ins System reingepumpt und dieses Geld zu immer niedrigeren Zinsen vergeben. Dann ist die ganze Situation noch mal verschärft worden durch die Euro-Krise ab 2011. Da mussten dann nicht nur Banken gerettet werden, da mussten dann ganze Staaten plötzlich gerettet werden. Und dann sind wir in eine neue Phase eingetreten. Dann hat man versucht, dieses System wieder auf den alten Weg zu bringen, so zwischen 2015 und 2018. Da hat die Federal Reserve, das ist die wirklich wichtigste Zentralbank der Welt, die Zinsen ganz langsam wieder angehoben. Erst vorsichtig und dann, ich glaube, es war im Jahr 2018 etwas verschärfter. Also da haben sie viermal um 0,25% bloß, aber immerhin um 1% in einem Jahr die Zinsen angehoben. Und das Ergebnis war ein gewaltiger Crash an den Aktienmärkten zu Weihnachten 2018. Ab diesem Zeitpunkt war klar, es gibt kein Zurück mehr. Gut, dann der nächste Schritt, die nächste Phase wurde eingeleitet, dann 2019 im Herbst durch den Zusammenbruch des Repo-Marktes. Dazu muss man wissen, dass dieser Repo-Markt nicht von alleine zusammengebrochen ist, sondern dieser Repo-Markt, der wird beherrscht von einigen amerikanischen Großbanken, insbesondere von JP Morgan und Citibank. Und die haben diesen Markt crashen lassen, und zwar um sich auf unvorstellbare Weise zu bereichern. Also die Fed hat dann eingegriffen mit zweistelligen Milliardenbeträgen über Nacht, jede Nacht, und hat denen im Verlaufe von ungefähr einem Vierteljahr ungefähr 8 Billionen US-Dollar zukommen lassen. Also das war eine unglaubliche Selbstbereicherungsorgie. Und wir wissen, seitdem ist dieses Finanzsystem eigentlich zur Plünderung freigegeben.
Man kümmert sich nicht mehr darum, was später sein wird, weil man baut im Hintergrund ein neues System auf. Man weiß, dieses System ist am Ende und deswegen bereitet man sich auf eine neue Ära vor. Und diese neue Ära wird unter der Ägide von 4 Buchstaben stehen. Und das ist CBDC, das sind digitale Zentralbankwährungen. Das ist die Zukunft. Darauf bauen die. Und das große Problem, was wir jetzt haben im Moment, ist, wir leben in einer Übergangsphase. In der Übergangsphase vom alten System in dieses neue System mit digitalen Zentralbankwährungen. Das Problem mit digitalen Zentralbankwährungen ist, dass die nichts anderes bedeuten als die totale Versklavung der Menschen über das Geld. Und das würden die Menschen nicht freiwillig akzeptieren. Deswegen ist meine These, dass das, was wir jetzt erleben und was wir bis 2030 erleben werden, vielleicht gar nicht mal so lange, ist, dass man künstlich immer wieder neue Krisen erzeugen wird, die Menschen immer wieder in Angst und Schrecken versetzen wird, um große soziale Verwerfungen zu schaffen und dann anschließend mit diesem digitalen Zentralbankgeld sozusagen als Lösung aufzutreten. Und dafür gibt es auch schon einen Plan im Hintergrund. Das heißt, man wird dieses digitale Zentralbankgeld aller Wahrscheinlichkeit nach als universelles Grundeinkommen einführen für die vielen Millionen Arbeitslosen, die jetzt geschaffen werden im Zuge der 4. industriellen Revolution. Ich denke, besser hätte man die Geldgeschichte in der Kurzform nicht beschreiben können. Eine Anschlussfrage an dich als ehemaliger Insider. Du bist immer noch gut vernetzt. Er spricht immer von, man möchte dieses System. Es wird gemacht. Ist es wirklich so deiner Meinung nach? Gibt es Mächte dahinter oder passiert das einfach? Also ich sag dir mal, was mich wirklich motiviert hat, mich mit dir und Ernst zu treffen. Also mütterlicherseits durch diese Neckermann-Familie, einige sagen Dynastie, ich sage lieber Clan, ja. Und 2 Harvard-Abschlüsse, arbeitete mal für den weltweit mächtigsten Broker Merrill Lynch und damals die größte Vermögensverwaltung der Welt, Fidelity. Ich bin also echt ein Zögling dieser Geschichten, auch politisch engagiert gewesen in Liberia und anderen Ländern. Das ist einfach richtig und es traut sich eigentlich ungern jemand aus dem Club, das so krass zu erzählen, dass für mich ist das einfach, ich habe einfach noch, welche Quellen hat Ernst, dass er sowas so exakt kalibrieren kann? Also es wird wahrscheinlich ein Mix sein aus Analyse und Kalibrierung, aber es ist doch glasklar, was abgeht. Im 4. Quartal hatten wir rekordverdächtige Insiderverkäufe, das ist ja nicht schwer, das nachzuvollziehen, ob das jetzt Musk war oder Bezos. Musk bei Tesla, Bezos bei Amazon und so weiter. Und das ging durch die Bank. Also es ging um das maximale Abkassieren. Also Cash aufbauen, Substanz aufbauen und abrasieren. Ja? Das ist der Elitefaktor. Man darf auch mal erwähnen, dass die 0,1% der reichsten Amerikaner, die Statistik ist sehr verlässlich, ihr Vermögen durch die Corona-Krise um 100% gesteigert haben. Wir hatten auch einen kleinen Seiteneffekt, weil ich verstehe das Spiel. Wir hatten auch auf die Corona-Krise gesetzt. Wir haben in läpperlichen 8 Wochen in unserem Portfolios 58% Rendite gemacht. Also man muss verstehen, wie das Spiel, das ist ein Spiel. Es ist extrem menschenunfreundlich. Es ist unvorstellbar übergriffig. Aber diese Elite ist tatsächlich, die leben aus, das ist eine Kopfgeburt, ja. Ich rede aus eigener Erfahrung. Das ist hier getrennt. Also man hat diese Gedanken, die entwickeln sich mit so einem gottähnlichen Komplex. Das hieß früher mal Master of the Universe. Und sind natürlich auch in der Regel relativ gut geschult und ziehen es durch. Und dann meinen sie tatsächlich, dass sie alles besser wissen. Und du würdest sagen, diese Agenda hinsichtlich des zentralen Digitalbankgeldes, hat das auch damit zu tun, dass die Zyklen, du hast es vorhin so mal am Rande erwähnt, jetzt eben an dem Punkt sind, dass sich dieses Geldsystem verändern muss? Natürlich. Das ist auch relativ banale Mathematik, wenn die Europäische Zentralbank die Bilanz, um eigentlich sind das nur Verbindlichkeiten die von Anleihen, die sie überall akkumuliert haben, die ja Wirtschaftsleistung entspricht, dann wird es wackelig. Die wissen auch selber, dass durch diese Inflation gerade, die ja angeblich nur temporär sein sollte, das ist lächerlich gewesen, das hatte ich im März schon gesagt, das ist eine lächerliche These, ja. Oder Frau Yellen sagt, wir werden niemals mehr eine Börsenkrise haben in unserem Leben.
seitdem zwei. Also haben überhaupt seit 1913 noch keinen einzigen Börsencrash prognostiziert und noch keine einzige Wirtschaftskrise, redet jetzt über die EZB und die Fed. Das ist eine Schönmalerei. Sie sind komplett Elite bestimmt. Sie sind selber alle Mitglieder oder Erfüllungsgehilfen, diejenigen, die wirklich die Macht haben. Und natürlich haben wir, das nennt sich negative systemische Konvergenz, also verschiedene Faktoren, die aufeinander kommen, ob es eine Rohstoffkrise ist, eine Kriegs- oder Hotspot-Szenarien, Rohstoffe, die sehr kritisch sind, aber nicht unbedingt vorhersehbar sind in der Liefermenge, eine Umstellung in der Industrie und wir haben die grüne Ideologie und. Diese sagen, konvergieren und natürlich versucht man im Great Reset das für seine Vorteile zu nutzen oder vielleicht auch noch Krisen zu generieren, ja, damit man noch mehr Macht hat, noch mehr Einfluss hat. Aber es hat so einen mittelalterlichen Beigeschmack, ja, so einen neofeudalistischen Beigeschmack. Und ich persönlich finde es nicht attraktiv, der Leibeigene eines Kurfürsten zu sein aus der digitalen finanziellen Elite. Und das sollte auch keiner wollen. Es gibt kein bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn ich Einkommen bekomme, gibt es immer Bedingungen. Was eine Schönmalerei, was eine schöne Storyline. Deswegen auch universelles Grundeinkommen, wie du es so schön benannt hast. Ja. Denn an Bedingungen wird es geknüpft sein und eine Bedingung wird wahrscheinlich dann das große Thema sein, das die Medien in den letzten zwei Jahren beschäftigt hat. Aber vielleicht ein Satz dazu noch, also dass die meisten Leute gehen immer davon aus, dass diejenigen, die so an den Schalthebeln der Macht sind, alles tun, um Krisen zu verhindern. Das ist der größte Irrtum überhaupt. Diese Leute profitieren von Krisen. Die führen Krisen absichtlich herbei, weil jede Krise bedeutet, dass die Starken noch stärker daraus hervorgehen und die Schwachen noch schwächer daraus hervorgehen. Und an den Finanzmärkten ist es so, ich meine, jeder weiß heute, was Leerverkäufe sind. Also wenn ich weiß, dass die Kurse runtergehen, kann ich mich trotzdem bereichern. Also das Wichtige bei einer Krise ist, dass man sie selber herbeiführt und vorher Bescheid weiß, dass sie kommt, damit man darauf wetten kann und daran auch noch verdienen kann. So sieht das aus. Jetzt mag der ein oder andere sagen, was ist denn so schlimm an einem digitalen Zentralbankgeld? Sind die Herren etwas verstaubt? Bargeld ist sowieso nicht mehr wirklich cool. Ich denke, um vielleicht kurz denjenigen, der noch nicht in der Materie ist, abzuholen, was hinter dem Great Reset steht, sollten wir zumindest kurz erklären, dass das World Economic Forum unter Leitung von Klaus Schwab, die weltweit mächtigsten, ja, ich sage jetzt mal Staatsoberhäupter und auch nichtstaatlichen Oberhäupter verschiedenster Großkonzerne zusammenbringt, um einer Agenda entgegenzugehen, wie das World Economic Forum selbst gesagt hat, in einem Tweet, im Jahr 2030 soll der nichts mehr besitzen und du wirst glücklich darüber sein. Also die Agenda führt die Menschheit dorthin in eine Abhängigkeit von einem, wie du es immer so schön in deinem Video sagst oder auch du, digital-finanziellen Komplex, der diese Agenda vorantreibt. Und gerade deswegen nochmal die Frage, warum ist unser Geldsystem in dieser Entscheidung so wichtig und warum setzt gerade hier dieses World Economic Forum unter der Leitung von Klaus Schwab an? Ja, weil das Geld das beste Druckmittel überhaupt ist. Also wenn ich jemanden von allen Finanzströmen abschneide, dann kann ich dem die Bedingungen aufdiktieren. Wir haben das erlebt, ich glaube, es war im Jahr 2015 im Falle Griechenlands. In Griechenland ist eine Regierung an die Macht gekommen, damals die Syriza, die sich gegen die Austeritätspolitik ausgesprochen hat. Daraufhin hat die EZB Griechenland ganz kurz mal für ein paar Tage von allen Finanzströmen abgeschlossen. Die Syriza ist tatsächlich an die Macht gekommen und hat genau das Gegenteil von dem getan, was sie vorher im Wahlkampf gesagt haben. Also so einfach ist es, so kann man Leute unter Druck setzen, wenn man denen also alle Finanzströme abschneidet. Und das ist das große Problem beim digitalen Zentralbankgeld. Digitales Zentralbankgeld wird uns alle dem Willen und der Willkür der Zentralbank unterwerfen. Das heißt, die Zentralbank kann uns sagen, das Geld darfst du nur in dem Bereich ausgeben, das Geld darfst du nur für die und die Dinge ausgeben. Das Geld kann zum Beispiel auch an zeitliche Abläufe gebunden sein. Du musst das Geld, wenn es zum Beispiel als universelles Grundeinkommen kommt, kommt es ja nicht als humanitäre Aktion ins Leben, sondern um die Menschen, die kein Geld mehr verdienen, als Konsumenten für die Wirtschaft zu erhalten. Und wie erhält man die als Konsumenten? Indem man sie zwingt, die 1.000 oder 1.500 Euro, die ihnen über digitales Zentralbankgeld bezahlt werden, möglichst innerhalb von 30 Tagen auszugeben. Also das kann auch ein Ablaufdatum haben. Das heißt, die Zentralbank hat dann die Hoheit über die Finanzen jedes Einzelnen und kann natürlich jede einzelne Transaktion auch nachvollziehen. Also der Bürger ist dann absolut gläsern, noch schlimmer, als das heute schon ist.
bevor ich die Anschlussfrage an dich stelle, weil ich finde, du kannst dazu was Tolles sagen, ich möchte nochmal erwähnen, wer jetzt in Panik gerät. Wie gesagt, wir haben diesen Ratgeber deswegen unter das Video gepackt, damit ihr euch mit einem sachlichen, kühlen Kopf diesen Ratgeber runterladen könnt und verstehen könnt, wie man sich vorbereiten und schützen kann. Florian, du wohnst in der Nähe von Frankfurt und ich habe da gerade ein nettes Video von dir gesehen, als du vor der Zentralbank stehst mit deiner Zigarre und ein bisschen über die Machenschaften sprichst. Ist die Zentralbank doch nicht eigentlich was Gutes? Ist doch was, die wollen doch nur unser Bestes, oder warum ist diese Zentralbank eigentlich ein Problem? Wie siehst du das? Es ist ein gigantisches Problem. Was ist denn eine der entscheidendsten Herausforderungen unserer Zeit? Es ist eine brutale Umverteilung. Diese Zentralbank fördert schlechtes Wirtschaften der Länder, furchtbare Entwicklungen bei ohnehin schon redundanten, überflüssigen Gesellschaften. Und wenn man dem Geld dem Geldadel, ist ein wirklich furchtbarer Begriff, dem Geldabschaum, zu dem ich auch gehörte, dieses Rohstoff, das ist wie ein Metzger, der nicht für sein Fleisch zahlen muss, ja? Und er kann sich endlose Berge Fleisch kaufen, der verkauft es aber relativ teurer. Dem Carry-Trader, der sich bei Null finanziert und dann in den USA 10% des Wohnungsbestands kauft mit der Mietrendite von 6, 7, 8%. Das ist eine Verarmungs-Umverteilungswelle, die wir in dieser Form statistisch, zumindest seit Daten erfasst werden, nicht erlebt haben. Und das ist ein groteskes Szenario. Aber deswegen sollte man wirklich, und das ist das ganz Entscheidende, Dominik, was du gesagt hast, warum soll ich denn deswegen in Panik verfallen? Glaubt ihr eine Sekunde lang, dass die Leute, die das zusammenziehen, die damit arbeiten, wie ich das früher auch gemacht habe, deswegen in Panik verfallen? Die freuen sich wie die Kinder, es läuft doch alles perfekt nach Plan. Wir lenken alles ab über irgendwelche Pandemien, Plandemien und ziehen unser Ding durch. Außerdem ist das transparent, was wir hier besprechen, das ist schon längst in Schrift und Form abgebildet. Und das kann aber auch jemand, der bereit ist, sich ein bisschen mit den Themen zu beschäftigen, dem Geldsystem, mit den möglichen Anlagealternativen, auch die Möglichkeit, sich selber eine Zahlungsfähigkeit aufzubauen. Das könnte durchaus mal Silber- oder Goldmünzen sein. Es gibt alle Möglichkeiten, vielleicht sogar selektiv einige Kryptowährungen. Der kann da ganz gut durchkommen, vielleicht sogar außerordentlich gut, aber nicht mit den alten Sparmodellen, nicht mit immobilen Assets, weil jetzt sagen wir doch mal ganz freundlich zum Great Reset-Thema. Das ist doch toll, wir teilen uns alle ein Auto. Das ist toll. Und wir leben in einer großen WG. Das entlastet sicherlich die Natur. Aber es ist ein bisschen abartig, dass wir Windräder bauen, in den Artenschutz bei uns abstellen. Dieser Verkauf, wir retten die Welt, wir retten das Klima, wir sind alle gleich, wir sind alle sozial. Kleiner Denkfehler. Diese oberen 0,1%, die sind nicht gleich. Die waren auch nicht in der DDR gleich. Die hatten riesige Jagdgebiete, die hatten die besten Shops, die hatten allen Luxus. Und das ist ja die deutsche oder die weltsozialistische Republik. Und dazwischen krachen die Märkte. Das ist eine richtig schwere Umstellung. Wir sehen also, es verändert sich etwas in unserem Geldsystem. Auch das Thema Bargeld, hier appelliere ich gerne nochmal, ist einer der letzten Hebel, den wir als Gesellschaft in der Hand halten. Ich war etwas empört darüber, wie schnell sich die Meinung hinsichtlich der Pandemie und den Folgen geändert hat. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Menschen so schnell ihre Meinung über Bord werfen. Und deswegen glaube ich zwischenzeitlich auch, dass sich in Bezug auf das Bargeld es recht einfach durchsetzen lässt, den Deutschen das Bargeld abzunehmen. Wenn jetzt auch viele schreiben werden, nein, das Bargeld wird in Deutschland auch noch in 10 Jahren existieren. Ich glaube, wir sollten alle so viel bar bezahlen wie möglich und an dieser Freiheit festhalten. Wie seht ihr die Entwicklung fürs Bargeld in den nächsten Jahren? Die Frage lasse ich gerne offen an denjenigen, der... Ja, ich denke, das Ziel besteht natürlich darin, das Bargeld vollständig abzuschaffen, weil das Bargeld ist so der letzte Bereich, in dem man die Menschen nicht kontrollieren kann. Also beim Bargeldhandel, da steht der Verkäufer dem Käufer gegenüber und kein Dritter weiß Bescheid. Bei allen digitalen Zahlungen ist ein Finanzdienstleister mit drin, ist eine Bank mit drin oder die Zentralbank. Also das kann immer kontrolliert und dadurch auch dirigiert werden.
Deswegen wird das Bargeld auf jeden Fall weiter unter Beschuss genommen werden. Aber es steht uns allen ja frei, also dagegen anzugehen und uns darauf zu berufen, dass wir sagen, also wir möchten gerne bar bezahlen, solange es eben noch geht. Das große Problem ist gerade bei der Jugend, dass viele Jugendliche es unglaublich schick finden, mit dem Handy zu bezahlen. Aber ich denke, dass viele Jugendliche, die jetzt ein bisschen sich umgucken, auch merken, dass man mit dem digitalen Geld auch in eine ganz böse Falle laufen kann. Gezeigt hat uns das jetzt gerade das, was in Kanada passiert ist. Also in Kanada haben sich ja diese Trucker zusammengetan, haben gegen die Regierung protestiert. Und wie hat die Regierung reagiert? Indem sie ihnen alle Finanzmöglichkeiten abgeschnitten hat. Und zwar die ganzen Spenden wurden einkassiert, deren Konten wurden eingefroren. Und das alles kann man nur machen mit digitalem Geld. Wenn die alle nur Bargeld gehabt hätten oder diejenigen, die auf Bargeld gesetzt haben, die sind davon jedenfalls nicht betroffen. Also Bargeld, also man sollte unbedingt darauf bestehen. Und es gibt ja auch einige Journalisten, die sich fürs Bargeld stark machen. Also ich weiß ja, dass Norbert Hering zum Beispiel immer noch Prozesse führt dafür, dass er seine GEZ-Gebühren in bar bezahlen kann. Also ich finde, sowas sollte man auf jeden Fall unterstützen. Bargeld ist Bares ist Wahres, ja. Also ganz natürlich, ich bin für jegliche Form von Währungsalternativen, Zahlungsalternativen, damit man halt nicht inhärent, und das ist eigentlich, haben fast alle Regierungen gemein, aber auch die alten adligen Strukturen, dass sie dazu neigen, viel Unsinn zu machen und viel Geld auszugeben und sind inhärent inflationär. Das ist so ein uralter Zyklus. Seit 6000 Jahren landen immer wieder in demselben Schlamassel. Und wenn der Bürger keine Alternativen hat, dann ist er gänzlich ausgesetzt. Natürlich bin ich absolut für Bargeldsysteme und jegliche Form von Zahlungsalternativen. Die Frage wäre nämlich auch, die ich hier einfach dem Zuschauer offen lassen möchte, wie möchten Sie in Zukunft noch sparen, wenn das Geld nur noch digital aufbewahrt wird und jeder die Möglichkeit auf Knopfdruck dieses Geld, wie du es mal so schön gesagt hast, abzuschalten. Du hast davon berichtet, dass in China mittlerweile Experimente laufen, sogar ganze Feldstudien, dass das Geld ein Verfallsdatum bekommen könnte. Ja, man testet ja in China dieses digitale Zentralbankgeld schon seit einiger Zeit. Also es sind in den Großstädten, in Shenzhen unter anderem, sind Großversuche gelaufen. Und soweit ich gehört habe, sind inzwischen in China 140 Millionen Wallets vergeben an Privatpersonen und an Betriebe. Also da wird mit digitalem Zentralbankgeld schon gearbeitet, allerdings noch in sehr kleinen Mengen. Also das befindet sich alles noch in der Testphase. Und dieses digitale Zentralbankgeld wird natürlich nicht nur in China getestet, sondern auch von den USA, auch von der EZB. Darüber wird uns sehr, sehr wenig berichtet. Also es gibt sehr wenige Berichte darüber, zum Beispiel, dass auf Barbados seit einem Jahr, ungefähr etwas mehr als einem Jahr, der Sand-Dollar, also die digitale Zentralbankwährung in Form des Sand-Dollars existiert. Es ist inzwischen in, ich glaube, 7 Staaten in der Karibik eingeführt, dieses digitale Zentralbankgeld. Und da lässt man diese Versuche einfach im kleinen Staaten. Außerdem nimmt man auch einige afrikanische Staaten, wie zum Beispiel Nigeria, da gibt es den eNaira. Da wird also auch ein Großversuch gestartet. Das wird alles abseits der Industrieländer gemacht, ohne dass die Leute da etwas merken. Da testet man alle Möglichkeiten aus. Und ich denke, wenn man dann irgendwann zu einem Ergebnis gekommen ist, dann wird man das auch einführen. Ich glaube auch, dass digitales Zentralbankgeld im Hintergrund schon eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also ich bin nämlich sehr stark davon überzeugt, dass der Abzug der Amerikaner aus Afghanistan nicht ohne einen Druck von China aus erfolgt ist. Also die USA sind ja aus Afghanistan einfach freiwillig abgezogen, haben alle Luftbasen hinterlassen, haben das ganze militärische Equipment hinterlassen. Das macht kein normales Land, wenn es nicht von einem anderen Land unter Druck gesetzt wird. Und was könnte das Druckmittel der Chinesen gegen die USA sein? Die Einführung des digitalen Zentralbankgeldes, weil China ist in dieser Entwicklung weit voran. Die haben Großtests gemacht in ihren Großstädten. Außerdem könnten die den digitalen Yuan nicht nur in China, sondern über die neue Seidenstraße in großen Teilen Vorderasiens, des Nahen Ostens und auch Afrikas einführen. Also China hätte da einen riesigen Vorteil. Und China besitzt heute nicht mehr so viele Staatsanleihen von den USA. Ich glaube, das ist noch ungefähr im Bereich von 1 Billion. Also den Verlust könnten sie verkraften. Ich glaube, dass China da sehr großen Druck auf die USA ausgeübt hat. Und wie gesagt, ich glaube, dass das digitale Zentralbankgeld das Thema Nummer 1 für die nächsten Jahre sein wird. Das ist schon angesprochen. China wird in Zukunft eine wichtige Rolle einnehmen. Dazu frage ich dich, Florian, wo sollte ich mich positionieren? Du als Kapitalmarktinsider in den nächsten Jahren, gerade hinsichtlich des Great Reset, um vielleicht auch hier nicht in den schlechtesten Sphären der Welt zu leben. Zu leben und zu investieren erstmal. Zu investieren, genau. Es hat sich ja durch diese unvorstellbare Zins- und Geldmengenmanipulation seit
eigentlich 50 Jahren, aber noch intensiver, seit 20 Jahren haben sich ja ganz verschiedene Bewertungen und Chancen entwickelt. Ja? Wenn wir jetzt mal kurz die Bewertungen anschauen, das sind nicht meine Schätzungen, aber wir haben ein 5-mal Gewinnverhältnis in Russland gegenüber 25 in den USA. Und wir haben 11% Dividendenrendite vis-à-vis 1,6%. Wir haben in Südostasien die am schnellsten wachsende Region der Welt. Die ist noch günstiger von dieser Gewinnbewertung als unser vergreistes Europa, also hyperdynamisch. Und da wird man letztlich in diesen Regionen, teils Afrika und andere Entwicklungsländer, da wird man wirklich die Perlen finden. Die sind in der Regel halb oder ein Viertel so teuer wie Vergleichswerte, die durch einen nach oben, durch Geldmengen, manipulierten Markt sieht. Das ist immer eine Sache, wo man suchen kann. Die zweite Sache ist natürlich klar, Krise ist immer Chance. Das heißt, ich kenne die Bluthunde aus meiner Branche. Die sind im Irak, sie kaufen sich das Hilton in Bagdad für 2 Millionen Cash oder Gold. Und das ist kurze Monate später 20 Millionen wieder wert. Also diese Mentalität, das ist der alte Rothschild-Spruch, dann investieren, wenn das Blut in den Straßen fließt, also ist ein bisschen knallhart, und dann verkaufen, wenn der Honig in den Straßen um die Gesichter fließt. Das ist natürlich die Sache, wo man aussteigen muss. Und genauso denken die Leute, die wirklich wissen, was sie tun und das auch herbeiführen. Also es gibt wirklich, und das ist bei uns in unserem Analysegeschäft, es ist natürlich, das sind die Schwerpunkte. Und wer sich tatsächlich bestens wappnen will über die nächsten 10, 20 Jahre, der muss auch mal sich einfach, das ist nicht so schwer, wie es gemacht wird. Das wird immer so als die Denkastrophysik beschrieben, auf fallende Kurse zu setzen. Es ist nicht so schwer, sonst würden es nicht 3 Millionen Privatinvestoren in den USA regelmäßig machen und bestens verstehen. Also ich muss mir Sachwissen aneignen. Das sind so wie Sachwerte, ja, oder wie gewisse Cash-Substitute wie Gold und Silber und Platin vielleicht. Aber ich darf doch in mich investieren und dann werde ich mit einer recht guten Wahrscheinlichkeit auch meine Karriere besser bestimmen können und tatsächlich mich zumindest, ich könnte das geht sicherlich, wenn man international agiert, sich dieser Bevormundung zu entziehen. Und wo man leben will, vielleicht die nächste Frage, übernächste Frage. Ja, können wir gerne nochmal drüber reden, aber ihr beide habt ja einen sehr interessanten Bildungsweg. Hier im Vorgespräch durfte ich schon ein bisschen lauschen. Harvard, und das vielleicht erzählst du gleich noch ein bisschen was zu deinem Weg, aber wie groß ist denn eurer Meinung nach wirklich der relevante Entscheiderkreis und warum können nicht die weltweite 6-7 Milliarden Menschen etwas dagegen unternehmen? Ja, der wirkliche Kreis von Leuten, die Macht in der Hand haben, der ist ganz klein. Also mir ist das damals sehr stark aufgefallen, als ich da an die amerikanische Ostküste in ein Privatcollege gekommen bin, was damals übrigens das teuerste war, sogar noch teurer als Harvard, weil die Elite, die bleibt gerne so ein bisschen im Verborgenen. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, an die erste Veranstaltung, die ich in dem College mitgemacht habe. Da sind 2 Professoren plus der Dekan und der Präsident der Uni aufgetreten und haben uns gesagt, pass auf, ihr seid die zukünftige Elite der Welt. Also benehmt euch hier einigermaßen anständig, aber wenn ihr euch mal daneben benehmt, das geht alles nicht nach draußen. Also das ist so die Einstellung, mit der man da ins Leben geschickt wird. Und es ist auch tatsächlich so gekommen, also die Leute, mit denen ich damals zusammengelebt habe, also der eine ist Präsident von American Express geworden, der andere ist Botschafter in London geworden, der nächste ist Editor von Time Magazine geworden, also die sind alle in die höchsten Jobs katapultiert worden. Und ich muss sagen, also intellektuelle Blüten waren das alle nicht, sondern die hatten einfach diese großen Beziehungen. Und ich kann mich noch gut erinnern an Frühstücksgespräche, wo jemand gesagt hat, du übrigens, ich müsste noch ein Praktikum machen. Und ein anderer sagte, ja du, ich habe einen Onkel, einen in Venezuela, einen in London. Und dann haben wir noch ein paar Bekannte in Zürich. In welcher Anwaltskanzlei möchtest du gerne dein Praktikum machen? Da wurde das alles untereinander so einander zugespielt. Ich habe aber auch die andere Seite dann kennengelernt, weil ich hatte damals 3 Artikel gegen den Vietnamkrieg geschrieben, nur in einer Studentenzeitung. Und das hat mich tatsächlich den Studienplatz gekostet. Also ich habe einen Brief vom FBI bekommen und da stand drin, bitte verlassen Sie das Land innerhalb von 3 Wochen.
Und ich musste das Land tatsächlich innerhalb von 3 Wochen verlassen. Und ich habe dann auch gemerkt, als ich dann zum Dekan wollte, bekam ich keinen Termin mehr. Als ich zum Präsidenten des Colleges wollte, da hieß es plötzlich, ja, der gute Mann ist diese Woche nicht da. Und meine ganzen Professoren hatten auch plötzlich keine Zeit mehr für mich. Also ich bin dann ganz sang- und klanglos abgeschoben worden. Und da hat es bei mir natürlich geklingelt. Da habe ich gedacht, also irgendwas stimmt hier wirklich nicht. Und das hat mich dann auch darauf geführt, mal mich über die Hintergründe zu informieren. Und da wurde mir relativ schnell klar, dass die Hintergründe wirtschaftlicher Art sind und Wirtschaft bedeutet in unserer Zeit einfach Finanzwirtschaft. Interessant, dass ihr beide schon mal Berührpunkte mit dem FBI hattet. Ja. Wusste ich nicht, kam wahrscheinlich so zur Geltung, aber du hast ja als ehemaliger Milliardär auch ganz oben mitgespielt, ja, oder zumindest die Menschen kennenlernen dürfen. Warum hast du dich, hier liegt ein schönes Buch, das habe ich übrigens auch gelesen, ich schätze es, ich bin auch gläubig, aber was ich damit sagen will ist, warum habt ihr euch entschieden, nicht da oben mitzuspielen und zu sagen, wir sitzen heute hier und versuchen, die Menschen aufzuklären? Es gibt so, also für mich gibt es, erstmal muss man auch erwähnen, zum Beispiel in Harvard, das sind ungefähr 85% der Studenten kriegen eine gewisse Art von Förderung. Also die kommen nicht nur aus diesem Mayflower-Kreis, sage ich mal, oder dem Kennedy-Clan und so weiter. Also 85%, aber es ist auch sehr bewusst. Da holt man sich halt die vielversprechendsten und die werden so durchgestylt. 60% der Schüler im College, später ist es noch ein bisschen dramatischer, haben entweder sehr schwere physische oder psychische Probleme in ihrer Studienzeit. Die sind so beim Psychiater teilweise oder fallen aus. Und das ist eine richtig brutale Selektion. Also wenn du da 2 Abschlüsse hinter dir hast, dann kannst du auch Serienmörder werden, US-Präsident oder Bankräuber oder Hedgefondsmanager. Also das ist überhaupt kein Thema. Was mich motiviert hat, ist letztlich der absurdeste Grund, warum ich da nicht mehr mitmache, ist, weil die fucking langweilig sind. Okay, das kann sich keiner vorstellen, die Antwort. Aber das sind, die sind so selbstwichtig. Da ist kein Humor, da ist kein Herz. Und ich musste mich selber im Spiegel irgendwann mal anschauen und dachte, du bist echt eine Lachnummer. Du bist ein seelenloser Amöbe. Und mein Plan ist hier aufgegangen. Ich war Milliardär. Ich hatte 7000 Quadratmeter Wohnfläche auf verschiedenen Objekten verteilt. Und alle möglichen Sachen. Superjacht, egal was. Ich war eine Wurst. Und dann versuchte ich noch meiner damaligen Frau, Ex-Frau, zu erzählen, du, ich bin doch nett, ich habe so eine Schule in Liberia finanziert, ich bin eigentlich ein richtig guter Typ, ja, ich habe ein richtig großes Herz. Und dann schaute die mich einfach furztrocken an und sagte, das hat Al Capone seiner Frau auch erzählt. Also ich war eher ein Finanzterrorist in der Elite und das ist schäbig. Also es erfüllt mich nicht, ich habe einen starken Wandel durch. Ich glaube auch wirklich fest an was ist denn falsch mit dem Konzept, einfach mal mit dem Herzen zu fühlen, denken und zu handeln, einfach mal ein bisschen Liebe. Ist das so schwierig? Müssen wir alles kontrollieren, alle bestimmen? Da haben wir doch einen Minderwertigkeitskomplex. Wenn ich jedem erzählen muss, was er zu tun hat, der super Besserwisser Gottgleiche. Also da auszusteigen ist nicht einfach, weil du hörst, jahrelang, also auch von meinen Harvard-Kommilitonen, Mann, ich verstehe das nicht. Du verpisst auf eine Milliarde. Ist nur eine Zahl. Ist eine Zahl. Ich bin nicht mit den Objekten verheiratet. Ich kann auch gut schlafen, wenn ich nicht mehr 11.000 Mitarbeiter habe. Also dieser Wechsel. Und ich habe zum ersten Mal vor einem Jahr gesagt, ich bin glücklich in meinem ganzen Leben. Also, das ist mit 62 echt traurig. Das ist nicht schön, das ist traurig, aber... Ja, aber außer dir gibt es wenige Menschen in der Öffentlichkeit, die das von sich sagen können, dass sie den Wechsel geschafft haben und trotzdem glücklich sind. Oder vielleicht gerade deswegen. Und du hast dich eine neue Sache gewidmet, Ernst. Das möchte ich heute nicht untergraben. Und zwar hast du es mir vorher erzählt, weil ich habe mir die Frage gestellt, warum tue ich das, warum tust du das, warum tun wir alle das? Und am Endeffekt geht es uns für mein Empfinden auch um die Freiheit. Ja. Und du hast angefangen, eine neue Art Bücher zu schreiben, nachdem du den Finanztsunami als Bestseller geschrieben hast und die Eliten entblößt hast. Was gibt dir den Ausgleich?
Ja, also man muss ja irgendwie einen Ausgleich finden und bei mir ist der Ausgleich, also erstmal ist es auch meine Motivation, also meine Motivation, das zu tun, was ich tue, ist, dass ich mir auch Gedanken um das Schicksal meiner Kinder und meiner Enkel mache, also wie soll das alles weitergehen, was wird in 10 Jahren sein, wenn dieser Great Reset dann mal abgeschlossen ist und so. Und ich beziehe auch viel Kraft daraus, dass ich eben mit meinen Enkeln was zusammen mache. Also ich habe eine Enkelin, die einmal die Woche bei mir übernachtet. Und mit der habe ich natürlich dieses ganze Thema Corona auch öfter besprechen müssen. Und sie hat mich dann viele Fragen gefragt. Und dann haben wir so eine kleine Gute-Nacht-Geschichte darum gebaut. Und irgendwann war mir das alles auch zu viel, dauernd diese Artikel zu schreiben, dauernd diese Interviews zu geben. Und dann habe ich mich mal wieder dran gemacht. Ich komme ja eigentlich aus der Fiktion und habe die Geschichte aufgeschrieben und habe einen Riesenspaß beim Schreiben gehabt. Und habe dann ein Kinderbuch verfasst, das heißt also Friedrichs Traum von der Freiheit. Es geht um ein kleines Erdmännchen, was eines Tages merkt, dass es eingeschlossen im Zoo lebt und mal gerne wissen möchte, wie es denn draußen in der Freiheit ist und dann tatsächlich in die Freiheit flieht und dann merkt, Freiheit ist auch schwierig. Freiheit, da musst du gegen Feinde kämpfen, da musst du dir dein Fressen suchen, da musst du dir dein Dach über dem Kopf suchen. Und das besteht aber diesen ganzen Kampf, hat aber am Schluss das große Problem, wo ist meine Familie, wo sind meine Freunde, die sind alle noch im Käfig. Und darum geht es, um diesen inneren Konflikt von diesem Erdmännchen. Und das ist natürlich, also ich habe dabei riesen Spaß gehabt, das zu schreiben. Ich habe ein Riesenglück gehabt, einen Verleger zu haben, der mich plötzlich angerufen hat und eigentlich ein ganz anderes Buch von mir haben wollte. Und dieses Buch wird jetzt tatsächlich Ende dieses Monats irgendwann erscheinen. Und ich bin richtig glücklich, das zu machen. Und ich bin gerade dabei, das zweite Kinderbuch zu schreiben. Dann, liebe Community, sorgt doch dafür, dass das ein Bestseller wird. Zeigt hier mal, dass über 500.000 Menschen auch dahinter stehen, dass wir das, was du gesagt hast, ein bisschen Liebe schenken. Und du hast eine wichtige Sache gesagt. Ich kriege gerade Gänsehaut, aber für mich ist es einfach das wichtigste Thema. Ich bin so freiheitsliebend, das Thema Freiheit. Was können wir tun, um auch weiterhin wahre Freiheit zu haben, selbst wenn um uns herum ein Käfig gebaut wird? Wenn man diese Prozesse einfach nur duldet, ist man letztlich Mittäter beim Freiheitsentzug. Und das heißt, jegliche Form der stillen Spaziergänge, Konsum, Verzicht von organisierten Produkten, die sich gegen diesen Freiheitsentzug wenden, diese Foren, die wir haben, eine gewisse Inselbildung auch, dass man sich beim Bargeldentzug nicht, dass man kann ja auch einen Tauschhandel machen, ja. Ich berate jemanden bei seinen Anlagen, der macht mir die Zähne, ja. Da gibt es alle Möglichkeiten. Jemand, der Fliesenarbeiten macht, kann sich dadurch Nahrungsmittel besorgen. Also das kennen wir alle, das war DDR. Mhm. Also für mich, das hat mich auch getoucht, was du übrigens gerade gesagt hast. Wir müssen aus dem Wahnsinn, in dem wir leben, den wir auch analysieren die ganze Zeit, müssen wir schon mal rausgehen. Und ich sage das jetzt auch noch mal. Das ist mein Lebenselixier gewesen in den dunkelsten Tagen meines Lebens. Ein kleines Buch mit Botschaften. Und da wird nichts dran verdient, das könnt ihr mir wirklich glauben. Wir haben null Interessenkonflikte, wenn wir hier reden. Die Botschaften der Barmherzigkeit der Jesusmutter Maria für die Welt, das ist konträr in einem nicht so glaubensintensiven Zeitalter. Aber wenn ich Fragen habe, wenn ich nicht weiterkomme, wenn ich deprimiert bin, wenn ich auch die Gleichung nicht mehr berechnen will, ich kann sie, aber ich möchte sie nicht mehr. Ich habe Stress zu Hause oder mit meinen Kids, dann gehe ich da dran. Und das hat mich noch nie enttäuscht. Und es gibt mir immer wieder Kraft. Und schafft wieder einen Grundoptimismus. Ja? Weil diese Kräfte Goliaths übermächtig erscheinen, hatte David trotzdem mit seiner Schlinge den Kampf gewonnen. Und wir sind viele. Und das Bewusstsein darf sich dehnen. Und ich bin echt gut drauf. Weit über 60% meiner Follower sind unter 30. Und wenn die auch noch in Gang kommen, automatisch ist gar nichts. Weil Gegenwind haben die nicht gerne. Und was Ernst geschafft hat, also für mich analytisch und sehr gut verbalisiert, ist, dass wir kämpfen ja gegen Windmühlen. Wir meinen, es ist Corona. Wir meinen, es wäre Putin. Wir meinen allen möglichen Unfug. Dabei ist es einfach nur ein Meisterplan von zwei großen Gruppierungen. Darunter gibt es natürlich noch Rohstoffgruppierungen.
industrielle Gruppierung, aber die erste Liga ist digital finanziell. Und das ist das Feindbild. Das dürfen wir mal verstehen. Dann wissen wir auch, wie wir damit umgehen können. Oder ich möchte halt dieser, was ist das für ein Tier gewesen? Das Erdmännchen. Das Erdmännchen im ganz kleinen Käfig sein. Da bin ich dreimal am Tag gefüttert. Genau. Mir geht es irgendwie ganz schlecht, da kriege ich auch eine Spritze, mich zu erholen. Und ich glaube, ich würde da lieber auf dem Feld rumschwören, ja, mit vollem Risiko. No risk, no fun. Genau. Ja? Ja. Ganz tolle Ansichten. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich denke, das wichtigste Moment ist, dass die Leute ihre Komfortzone verlassen. Weil wenn du in deiner Komfortzone bleibst in solchen Krisenzeiten, dann wirst du von außen manipuliert, dann wird von außen alles bestimmt. Und das Wichtigste ist, sich darauf zu besinnen, was das Wichtigste im Menschen drin ist. Und das Wichtigste im Menschen für mich ist die Selbstbestimmtheit. Dass du selbst darüber entscheidest, was du machst. Und dass du möglichst wenig Impulse von außen kriegst, also dass du alles aufnimmst, aber dass du die Entscheidungen, die dein Leben in die eine oder die andere Richtung lenken, dass du die selber triffst. Und diese Entscheidungen sollen uns ja zunehmend abgenommen werden. Und dagegen müssen wir uns einfach wenden. Und wichtig ist natürlich gerade für die junge Generation, und das motiviert mich auch bei meiner Arbeit, dass man die darüber aufklärt, genau wie Florian das gerade gesagt hat, was sind die Hintergründe, warum passiert das alles, wer macht das, wer ist diese kleine Elite. Und wenn man den Leuten das klar macht, dann haben die Leute auch viel mehr die Chance, selbst durch dieses schwere Wasser zu rudern. Weil wenn man weiß, wo der Feind sitzt und wo die Kräfte sitzen, die einen negativ beeinflussen, dann kann man sich auch dagegen wehren. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Und ich würde der Community empfehlen, wenn ihr noch mehr davon hören wollt, weil ich werde mit euch bestimmt noch das ein oder andere Gespräch führen, nämlich auf deinem Kanal und auf deinem Kanal. Also gerne auf die Kanäle weiterklicken und nicht vergessen, den entsprechenden Ratgeber runterzuladen, um euch optimal abzusichern. Wir werden bei Florian ein weiteres Gespräch führen, um die Themen zu vertiefen, und auch bei Ernst. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Vielen Dank auch euch beiden für dieses Gespräch. Danke.